Meine Damen und meine Herren, mein Name ist Niklas, ihr kennt mich auch als AI Honor und heute geht's weiter mit Honor greift durch, Episode Nummer 5. Nachdem wir letztes Mal damit angefangen haben, uns mit dem Cheeseplay im PvP zu beschäftigen, geht's heute einfach weiter mit dem guten alten Käse gegen Zerg. Jo, gegen Zerg, da gibt es auch ein paar Early-Early-Early-Game-Varianten. Also man kann den Gegner zum Beispiel Cannon rushen, wenn er eben zum Beispiel Hatchery First spielt. Oder man kann ihm seine Gateways ganz nah an die Base stellen. Man kann ihm Stargates vor die Base stellen oder neben die Base und hoffen, dass er nicht gescoutet wird und solche Geschichten. Und ja, ich hoffe, wie in der letzten Episode, dass der Zerg das eigentlich defendet, denn so ein bisschen, bin ich ja nicht so der Fan vom Cheeseplay. Ich spiele da lieber ein bisschen konservativer und versuche ins Makro-Game zu kommen, oftmals. Klar, ich spiele auch mal ein bisschen aggressiver, aber eigentlich ist mein Ziel immer, das Spiel nicht auf ein oder zwei Bases zu beenden. Und das ist eigentlich auch das, wohin man trainieren sollte. Klar, am Anfang gerade, da spielt man immer einfache Strategien. Und es ist auch wichtig, diese kennenzulernen, um eben auch kennenzulernen, wie man diese verteidigt. Denn der Gegner wird einem das ja irgendwann zeigen. Und ja, heute machen wir weiter gegen Zerg. Und ich bin wieder auf meinem Barcode-Account, um hier ein bisschen anonym unterwegs zu sein. Denn, wie in der ersten Episode gesagt, es ist einfacher, einen cheesenden Spieler zu identifizieren, wenn du ihm weißt, dass er cheesst, oder ihn einen Cheese zu verteidigen, wenn du weißt, dass er kommt. Und ja, gerade in der Ladder, wenn du zwei Gegner hintereinander bekommst und im ersten Game oder zweimal den gleichen Gegner hintereinander bekommst und im ersten Game bereits gecheesst hat, dann weiß er ja, was auf ihn zukommt. Und darum versuchen wir das ein bisschen zu verhindern, indem ich hier auf meinem anonymen Barcode-Account unterwegs bin. Ja, genug Blabla, wir steigen ein und ja, so ein Spiel. Und wir starten einfach mal rein. Ich bin ja auf meinem Barcode-Account unterwegs und suche die erste Partie. Ja, los geht's. Gut, im ersten Spiel King Zerg zeige ich euch erstmal meinen Lieblingscheese. Die Lili Lili Lili. Nicht, dass ich jetzt einen Lieblingscheese hätte, denn ich cheese ja gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar werde ich immer noch eine Cannon rushen. Und ja, das Schöne ist an einem Cannon Rush, dass man immer noch die Möglichkeit hat, in ein normales Spiel reinzukommen. Denn meistens öffnet man ja sowieso. Oder man eine der Varianten gegen Zerg zu expandieren, ist ja nun mal mit einer Forge. Nur, ich werde die Forge in meiner eigenen Base bauen. Und dann hoffen, dass er Hatchery First spielt. Und deswegen scout ich auch noch nicht. Damit er hier gar nicht erstmal auf die Idee kommt, ich könnte seine Hatchery blocken. So, Forge. Bei 14 und auf geht's! Mein Ex ist nämlich der schlechteste Cannon Rusher aller Zeiten. Ich werde jetzt diesen Zerg Cannon rushen. Also Forge hinter die Minerals. Hat er die möglichst spät scoutet, falls er mit einer Drohne kommt oder der Overlord am Start ist. So, direkt die zweite Probe mit raus.
und 15 Probes. Das reicht mir. Cannon. Die Forge ist fertig. Und ich scoute nach seiner Hatchery. Okay, keine Hatchery first. Das heißt, er wird sie jetzt bei 2,45 setzen. Oh, hat er die Probe gesehen? So, auf geht's. Ist das aufregend? Ist das aufregend. Sie ab? Nein. Oh Gott, ich brauche keine Hände. Der Pilot ist leider zu weit weg. Props verloren. Das ist eine neue. Okay, ich merke gerade, mein Follow-up-Plan ist leider nicht der beste. Deswegen versuche ich einfach weiter zu können rushen. Vermutlich das schlechteste Cannon Rush aller Zeiten. Aber noch muss man nicht aufgeben. So, was kann man mal dritten? Cybernetics Core. Oh, das sind viele Länge. Grundwusste nochmal. Ah, Speed fertig. Ach du Kacke. Plus 1 Attack. Gönnen wir uns mal. So. Zwei Zellets. Wieder pushen. Oh, Baning Bust. Aua! Okay, GG. Gut, kurze Fehleranalyse. Ja. Gegen Counter-Attacks sichern, absichern und einen Follow-up-Plan haben. Das nächste Mal. Naja, weiter geht's.
Wenn ihr gecheest werdet, kann ich immer nur wiederholen. Guckt euch das Replay nochmal an, also wenn ihr verloren habt, und guckt, was könnt ihr verbessern, was könnt ihr tun, damit es nicht nochmal passiert. Anstatt eben zu ragen. So, Zerg. Ja, der erste Cannon Rush, der war ein bisschen so lala, sagen wir mal. Ja, Cannon Rush. Ich sag euch mal, wie das ist. Cannon Rush. Da gibt es Besseres. Zum Beispiel einfach mal hier mit einer Probe rausfahren. Und ja. Einfach mal hier zwei Gates bauen. Ich meine, die Overlords, die fliegen hier eh nicht lang, die ersten beiden. Setzen wir mal hier so hin. Ja, da ist ein guter Spot. Also, die guten alten Achtergates. Sammeln hier mal ein paar Mineralien. Und tun auf scheinheilig. Wichtig, dass man auf scheinheilig tut. Oh, ich hoffe so. Ich hoffe einfach, dass das hält. Und Gate Nummer 1. Sie einmal so lang laufen. Problem gegen Zerg ist eben, dass er Overlords mit Overlords direkt rüber scoutet. Und man die ein bisschen seitlich immer platzieren muss, die Gates. So, zwei Probes. Dann mal gucken, ob es scoutet oder nicht mit einer Drohne. Mal Watchtower gucken, wie ein Overlord in der Nähe ist. Nö, das kommen wir rein. Das wäre das Standard-Timing. Und er hat eine Hatchery First gespielt. Sehr gut. Riecht hier also nichts. Und ich sammle drei Zealots, bevor ich ihn überrasche. Oh, nimmt sogar noch Gas, bevor er den Pool nimmt. Und guter Spot hier für mich. Da kann es gar nicht laufen. Gucken wir mal, ob man hier mal noch gewinnen kann. Lange, lange nicht mehr gemacht gegen Zerg. Da bin ich jetzt selber gespannt. Und auf geht's. Surprise! You got some Zealots in your base. So, Hatchery ignorieren wir. Wollen wir kämpfen? Warte mal, yes. Dinge. Und hier auf dem Das war ein Fehler, oder? Was ist hier eine Drohne? Er schickt gerade seine Slinge zu mir rüber. Das ist schlecht für mich. Wie viele sind denn das? Ach, du Kacke. Okay.
alles rein. Jetzt oder nie. Die beiden Spinecrawler. Das hat er natürlich gut gemacht. Das kann man sich merken. So. Auf geht's. Leider Nexus verloren. Base Race. Soll es gewesen sein, oder was? Oder wie, oder wer? GG! Es geht weiter, nachdem wir ja furios mit einem Cannon Rush und zwei Off-Gates eröffnet haben, geht's gegen Winter. So. Was können wir als nächstes aus der Trickkiste zaubern? Ah, Derelict Watcher. Ah, ich habe noch ein paar auf Lager. Kegler F und das ist ein schön Cannon Rush Spot. Deswegen werden wir als Opener hier mal zumindest die Option mit Option spielen, hier nochmal den Cannon Rush zu probieren. Denn ja, im ersten Versuch lief es ja nicht ganz so gut. Gut, wichtig beim Cannon Rush ist nicht sofort losfahren, denn man möchte ja, dass der Gegner möglicherweise oder dass er eben eine Hatchery First spielt. Und das wird er nicht machen, wenn er direkt nach dem Peilen gescoutet wird. Denn dann hat man ja die Möglichkeit, die Hatchery zu blocken. Und das möchte er jetzt nicht riskieren, deswegen wird er in den meisten Fällen einfach direkt den Pool setzen, sobald er deine Probe sieht. Deswegen bauen wir die Forge bei 14 Supply und ja, hier war doch ein Spot. Wo war denn der? Guck mal, ob ich den auf die Reihe bekomme. So, also nur, wir spielen nur mit der Option. Wenn der Gegner jetzt keine Hatchery First spielt, kann ich trotzdem Nexus bei 17 Supply setzen. Ansonsten fahre ich direkt mit einer 2 Probe rüber. So. Ich fahre schon mal runter, die zweite Probe. Und jetzt entscheidet sich das Ganze. Cheese Opener. Nein. Wir spielen lieber erstmal den Nexus. Und er spielt hier Standard Cherry, aber die Folge heißt Cheese und deswegen wird hier auch gecheased. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Dinge verpasst habe. Das wäre jetzt ärgerlich. Könnte theoretisch sein, dass er hier einen früheren Pool gespielt hat. Und da es scoutet die Front. Oh, okay. Er hat kein Ring gebaut, aber ich habe meine Scouting Probe
verloren. Naja, was soll's. Dafür bin ich jetzt safe. Meine Probe ist draußen. Ich sollte einen Spot suchen, wo er möglichst nicht scoutet. Und es geht weiter. Mit Gasgeisieren. Mit den Cybernetic Score. Und ja, ihr werdet demnächst erfahren, was ich hier vorhabe, aber noch nicht. Nein. So, jetzt brauche ich hier doch mal einen Zealot, der ein bisschen die Länge in den Griff bekommt. Und dann brauche ich hier einen Pilot. Ah, mir gefällt das Bot jetzt schon. Der ist sehr schön. So, weiter Probes produzieren. Und da ist der Cybernetics Core fertig. Und es geht. Psst. Leise. Eins da. Aber es ist noch nicht alles. Es gibt. Dann, ja, hier haben wir einen Stalker gleich bauen, der so ein bisschen sich mit den Overlords beschäftigt, die in die Base fliegen. Dem hier zum Beispiel, der Kollege, dem wollen wir früher oder später hier aus den Latschen fegen. Und dann, ja, skippe ich hier die ein oder andere Probe, um hier die Void Ray Produktion aufnehmen zu können. Zack, erster. Ah, zweites Target. Hat erstmal ein bisschen Leerlauf. Zack. So, dieser Satellit macht hier die Lücke. Und ich brauche mehr Gas. Das ist hier eine kostspielige Angelegenheit. Zwei Stargates. Ich bin ersten Chronobus wahrscheinlich auch sparen können. So, jetzt können wir den nächsten produzieren. Und es scoutet verzweifelt danach, was die Sache ist. Wird es aber nicht sehen. Zumindest nicht an diesem Spot. So, jetzt können wir nochmal zwei Void Rays gleichzeitig produzieren. Zumindest für den Moment. Ach, heilen. Chronobus, nächster Void Ray. Mal wieder eine Probe, wenn es denn passt. Und ja, es geht fast auf. Gucken wir auf die Ressourcen. Nächster Void Ray, passt. Auch nochmal Chronobus. So, jetzt läuft die Produktion richtig an. Mal zwei Probes. So, und jetzt werde ich hier losfliegen, ja, wenn dieser hier fertig ist. Gleich Supply blockt, kurz. Zack. Aber da ist der Pylon schon fertig. Nächstes Void Ray. Und auf geht die wilde Fahrt nach Zerg Base. Nennen wir den Ort. So, jetzt muss ich natürlich mich mit meiner Defense beschäftigen. Was kommt. Und jetzt seht's. Was kann ich erreichen? Mit dem Käse. Oh, da kommt die Counter-Attacke. Ah, so sie kommt. So, schnell hier nach unten. Bleiben.
haben wir. Lecker, Warlords. Object Research, können wir es auch mal. So, was geht hier unten? Da ist der Hydra denn. Stadt. Aber er muss Overlords bauen. So, das war's immer wieder mit Hydras. Gateways in. Dann geht's weiter mit der Koloss-Produktion. Ah, bauen wir mal. Oh, was ist hier los? Haben wir denn hier an Anti-Air? Schon ein bisschen gemein hier, das Ganze. So. So, was haben wir hier? Zack, zack, zack. Neuer Hydra denn. Down the focus. Sollte ja durch sein. Ich will hier das Eingemachte. Aber nicht mit mir. Okay, Research ist durch. Das wird auch geschaffen. Zu viel. So. Dann jetzt auf zum Atem. Spiel hier ein Ende. GG! Das war natürlich sauer. So ist das eben. Wenn man gegen Cheese verliert, guter Spot hier. Auf Derek Watcher für Proxy Void Race. Juti. Ja. Proxy Stargates haben doch ganz gut funktioniert. Gut. Eine schön große Map. Altersim Stronghold. T. Mit was rechnet der Gegner da? Auf keinen Fall. Richtig. Einen 5-Gator. Richtig. Kein 2, kein 3, kein 4. Nein. Ein 5-Gator. Warum? Ist das sogar sinnvoll auf so einer großen Map? Und gerade auf dieser Map, klar. Der Protoss hat hier eine Base for free. Er kann eigentlich in fast allen Fällen Nexus First spielen. Da der Gegner hier ja, mit einem Six-Pool eigentlich in Gefahr laufen würde, trotzdem zu spät anzukommen. Da er ja nicht direkt weiß, wo der Gegner ist. Naja, man hat diesen Nexus, der ist abgesichert. Metagame sagt also, okay, der Zerg, der denkt, ich spiele sowieso im frühen Nexus, warum sollte ich den nicht nehmen? Womöglich spielt er Hatchery First und wenn er sehr gierig ist, dann spielt er sogar zwei Hatcheries, also die dritte Hatchery auch noch, bevor er hier den Pool sich holt. So, ich kann mal scouten, ist ja nicht unüblich.
Pylon Scout kann man auch noch machen, auch auf großen Maps, um eben zu wissen, ob der Gegner Hatchery First spielt oder eben nicht. Deswegen sollte ihm das hier keine großen Gedanken machen. Und ja, beim 5 Gator, da sammelt man eben nur 50 Gas und warpt Zeddits rein. So sieht's aus. Oh, da erwartet er vielleicht sogar sowas. Schreit er schon. Zack. So. Vielleicht hat er schon schlechte Erfahrungen auf dieser Map gemacht. Mit dem Metagame gegen Protoss. Und, ah, nein. Zu viel Gas gesammelt. 10 zu viel, um genau zu sein. So, 16 Worker auf den... auf den Probes. Ach, weißt du was? Sammeln wir nochmal kurz mehr Gas. Sammeln wir 100 und bauen dann noch einen Stalker vorweg. Um hier die Illusion perfekt aufrechtzuerhalten. Oh, er spielt sogar Gas. Mhm. Also vielleicht hat er hier wieder zu viel gesammelt. Nochmal zu viel. Vielleicht hat er hier den richtigen Riecher. Warten wir es ab. So, 2 Gates. 3 macht 4. Einem Sinn. Macht 36. Die Probe verstecken wir, die hat er noch nicht gesehen. So, da ist Stalker. Soll ich mal sein Scouting aufhalten? Falls es denn kommt. Macht sich auf, hier die Pylons näher an seine Base heranzusneaken. So, 2 Chrono Boost benötige ich hier noch. Einer noch. Oh, all in seinerseits. Ah, zu langsam, zu langsam, zu langsam. Okay, 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 okay. Ja. Ja. So kann es einem gehen. Millisekundenentscheidung. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Auch das gehört dazu. Guti. Was funktioniert noch besser als Proxy Void Race gegen Zerg? Naja, schon ziemlich schwierig, das nochmal zu toppen, aber ich sag euch mal eins, ja. Jetzt kommen nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, sondern 7 Gates. Die Map ist wie vorhin mit den Proxy Stargates. Derek Watcher. Und ich eröffne hier mit einer Gateway Expansion. Denn ja, Cheese bedeutet ja nicht nur mega early all-in, sondern ja alles, was den Gegner so ein bisschen versucht zu überraschen. Was von Fehlern des Gegners abhängig ist. Sei es, um das Spiel zu beenden, also eine Strategie, um das Spiel zu beenden, als auch Strategien, die versuchen, sich einfach einen Vorteil dadurch zu ergattern, sind Cheeses. In diesem Fall möchte ich das Spiel ja, dadurch schnell beenden, dass ich ihn hier mit einem Gateway All-In überrumpel, ihm möglichst wenig Scouting-Informationen gebe und ja, nicht meine Gateways bei mir in der Base baue. Also die zusätzlichen. Oh, ein früher Scout. Da muss ich aufpassen, dass man nicht die Base umblockt. Oder vielleicht möchte er hier sogar cheesen. Ja, schauen wir mal. Das möchte ich auf jeden Fall verhindern, dass er da unten die Base blockt.
Deswegen patrouilliere ich hier erstmal und nehme dafür in Kauf, dass mein Eco gerade angeschwächt ist. Ist mir wichtiger, dass er hier keine Hatchen setzt. Natürlich ärgerlich. Dadurch setze ich meinen eigenen Nexus ein paar Sekunden später. Fall lieber nochmal runter. Sicher, sicher. Ich meine nämlich, dass er hier. Vielleicht ist es auch nur von seinerseits hier ein. Täuscht das nur an. Aber das weiß man ja nie. Lieber auf Nummer sicher gehen hier. Bevor man hier den Salat hier hat. So, kann ich den Salat. Aha. Salat, da haben wir es wieder. Abbrechen. Ja, kann ich. Hat sich wieder verzogen. Und es kann auch sein, dass er einfach Hatchery First gespielt hat und hier ein bisschen rumgespielt hat mit seiner Scouting-Drohne. Was soll's? Schlechter ist es, die Hatchery hier gesetzt zu bekommen. In jedem Fall. Deswegen immer auf Nummer sicher gehen bei sowas. So, wenn man dann eben kann. Die erste Probe, die versteckt wird. Oh, und er sieht sie direkt. Das ist natürlich ärgerlich. Verstecken wir direkt noch eine. Und gehen mit dieser hier scouten. Und ja, noch eine Sentry. Dann bauen wir um die Gateways. So, dann kommen hier nicht die Proxy Gates, Stargates hin, sondern eben die anderen Kollegen. Ne? Mal hier einen Chronobus auf die Eco, denn ein bisschen dauert es ja noch hier, bis wir ja mit dem Angriff anfangen. Oh, wir stehen denn hier alle rum? Seid ihr zu faul zum Arbeiten oder was? So, dann machen wir mal eben platzsparend. Gateway-Produktion anfangen. Wollen wir hier nochmal so tun. Außer immer besser. Zwei Probes auf der Mütze haben. Oh, hier mal jetzt zwei Röcke aus dem Gas. Und minimal hier fürs Income sorgen. Gas-Income ist nicht so wichtig bei einem Gateway-All-In. Wenn man nicht ja, voll auf Sentry setzt. Ich habe noch keine Linge auf der Map entdeckt. So, 5, 6, 7. Und hier die Probe mal verstecken. Hier verstecken wir auch eine. Und dann brauchen wir hier. Ach, bauen wir nochmal. Ein paar Probes. Dann. Oh. Jetzt spielt den All-In. Nett. Naja, kein All-In. Heißt. Hier bleibt ein Zelle zu Hause. Noch weiter nicht, was Sache ist. Okay, jetzt könnte er es ahnen. Weiß aber nichts von der zweiten Sache, die hier vor sich geht. Ja, doch ziemlich viel Gas für Sentries. Länge sehr gut, auch gegen die ersten Roaches mit in Verbindung mit Zedits. Und auf geht's! In diesem Moment fängt hier der 7-Gate an und ich will direkt ins Herz treffen. Sprich, keine Umwege hier. Versuchen ihn zu überrumpeln.
Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Verloren. 200 Pearson Roaches. Aber wisst ihr was? Mr. Roaches. Beseitige ich die einfach mal. Das ist ja. Hier so. GD, beziehungsweise nicht. So ist es eben, wenn man cheese. Dann kann man auch nicht mehr warten, dass der Gegner hier einem freundlich hinsitzt ist. Ja, 7 Gelder kann man noch immer spielen. Was ist noch besser als der gute alte 7 Gator? Richtig, der gute alte Warp Prism Drop nach der Expansion. Ja, man kann diesen auch als Opener spielen, also als Nicht-All-In-Version, als Nicht-Cheese-Version. Wobei Cheese ist ja auch, man versucht den Gegner zu überraschen und sich in dem Fall dann einen Vorteil zu ergattern, um eben einen Two-Base-All-In als Follow-Up zu spielen oder auf eine dritte Base zu gehen. Ich zeige euch die Hardcore-All-In-Cheese-Variante und zwar ja, versuche ich mit einem Warp Prism Drop die Rampe des Zergs zu blockieren und ja, schnell aus der Partie zu zwingen. Mal funktioniert es, mal nicht. Das kommt immer darauf an, ob der Zerg früh genug anfängt, Units zu bauen, beziehungsweise Maßnahmen unternimmt, um das zu verhindern, dass ich hier mit einem Drop auf seine Rampe Erfolg habe. So, das Ganze hier mit einer Gateway expanden und dann eben der schnellen Robo. Ich werde dann Sentries Krone boosten und 4 Stück losfliegen und dann, ich glaube, 6 Gates ist eine gute Zahl, zusammen mit der Robo. Ja, mit 4 Sentries auf seine Rampe droppen und dann mit den fertig werdenden Gateways. Ich glaube, 4 sind dann fertig, wenn ich ankomme insgesamt. Ja. Units reinbauen. Ja, 4. Einer, 5, ja. Aber ist okay, dann gehe ich direkt mit 3 Workern ins Gas auf beiden Seiten für einen Moment. Pilen vor Gas gesetzt. Aber das ist nicht schlimm, solange die Pro Production da ist. Ist das alles in Ordnung? Gehen wir halt hier ein bisschen früher ins Gas. Und holen das wieder nach. Zumindest für einen Moment. So. Die Kollegen kommen raus. Hier haben wir zum guten Spiel machen. Naja, das ist auch nicht der hinterlistigste All-In. Beziehungsweise Cheese. Wieder raus hier. Sollte genug sein an Gas, das wir wieder gesammelt haben. Und dann gibt es hier den Nexus. Okay, keine Drohne vorne. Zealot canceln. Und erstmal hier den Nexus rausholen. Mothership Core, Sentry, alles Standard. Mein Standard-Opener. Und dann gehen wir aber hier ins Gas. Wir brauchen ja auch Warp Gate und die Robo. So, die Probe geht mal scouten. Dann wir wollen ja hier den Eindruck erwecken, als wollten wir ein ganz normales Makro-Game spielen. Und dann setze ich schon die Robo. Oder natürlich erst möglichst spät sehen. Am besten gar nicht. Ja, aber das weiß man immer erst. Wenn das Overlord-Scouting vorbei ist, ob er schafft oder nicht, das zu sehen. So, nächste Sentry. Die erste, die Corona boostet wird. Und ich fange an, die ersten Gateways zu bauen. Und habe hier die Ex im Blick.
aktuell könnt ihr ja noch Cheeseplay vom Zerg erfolgen. So, das reicht mir. Okay, er verhindert das jetzt. Ich gehe hier nochmal scouten. Vielleicht hat er da die Base gesetzt. Und ja, die Robo ist gleich schon fertig. Jetzt schon mal das vierte Gate. Krono rüstet die Sentry. Und dann das Warp Prism. Okay, er bleibt hier tatsächlich erstmal auf zwei Hatcheries. Kommen wir nochmal hin, aber sie jetzt hat. Und ich komme aus dieses Sentry auch noch. So, Probes werden nicht mehr gebaut. Und ich hätte noch zwei Gates. Okay, da wollte sie setzen, die Hatchery. Sehr, sehr spät. Also spielt eine sehr sichere Variante. Mal gucken, ob wir dagegen Erfolg haben. Das jetzt durch. Und ich mache jetzt dicht. Und fliege los. Okay, ja. Kein Push, aber. Gute Reaktion. Das funktioniert also schon mal nicht, mit dem Rampe zu blocken. Machen wir normal weiter. So normal, wie es denn nur geht. Kauft sich viel Zeit. Noch zu reichen. Knapp ist. Ah, viele Drohnen, es sind immer mehr Worker. Ja, und da kommt der Rage. Ach ja, so much love. Guti, also auch das kann man machen mit einem Warp Prism. Er hat zwar aufgepasst, trotzdem hat er den Roachwarren anscheinend zu spät gehabt. Und wenn du den Roachwarren skippst als Zerg, dann läufst du Gefahr gegen einen frühen Gateway-Push und erzählt dieser Push eben auch zu, einfach mal zu verlieren. Denn du brauchst Roaches, um einen Gateway-Push aufzuhalten. Naja, es gibt auch einige Zergs, die schwören darauf, einfach Maslinge zu bauen, aber wenn du nicht früh genug anfängst und dann direkt die Masse hat, wenn er ankommt und ja, er dann noch eine Sentry-Heavy-Army hat, dann hast du ein Problem. Nun gut, das war die zweite Episode der Cheese-Trilogie
Und beim nächsten Mal werden wir dann noch gegen Terran weitermachen. Und dann ist auch erstmal genug mit Cheesen. Klar, es gehört zum Spiel. Es muss trainiert werden. Gerade in Turnieren kann man immer wieder einen Cheese einstreuen. Ist recht, um mit seinem eigenen Image zu spielen. Ja, und für Einsteiger ist Cheese eben auch geeignet, um erstmal einfache Strategien, ohne viel nachzudenken, zu trainieren, um die Mechanics zu lernen, also die Ausführungen, Units zu produzieren, Gebäude zu bauen, Worker zu produzieren, etc., etc. Das hier war auf jeden Fall Honor Greift durch Episode 5 Cheeseplay gegen Zerg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Honor Greift durch. Auf Wiederschauen, reingehauen.